Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Serienvideos über ein neues Thema in der Elektrotechnik. Wir werden in den nächsten Videos über Wechselstrom sprechen. Heute wollen wir mal festlegen, was Wechselstrom überhaupt ist. Und dann gehen wir immer mehr ins Detail und konzentrieren uns auf eine spezielle Art des Wechselstroms, den sinusförmig-periodischen Wechselstrom. Aber heute schauen wir uns einmal an, was Wechselstrom überhaupt bedeutet. Bis jetzt, wenn wir über Strom gesprochen haben, ging es um Gleichstrom. Da gab es einen Strom, da gab es eine Spannung. Die haben sie vielleicht einmal geändert, aber dann nicht mehr. Ja? Schauen wir uns vielleicht einmal an, was es überhaupt für Signale gibt. Ja? Es gibt sogenannte nicht-deterministische Signale. Das ist einmal das Ärgste überhaupt. Ja? Jetzt auf eins von den ärgsten Sachen. Ja? Nicht-deterministische Signale. Nicht deterministisch. Nicht deterministisch heißt nicht bestimmt. Das ist zum Beispiel ein Rauschen oder irgend sowas. Ja? Nicht bestimmt. Ich kann vom jetzigen Zeitpunkt und von der Vergangenheit der Signale fast keine Aussagen treffen über die Zukunft. Okay? Das heißt fast keine. Also wie der Signalverlauf ist, weiß ich mal gar nicht. Okay? Das weiß ich einfach nicht. Das werde ich auch nie wissen können. Aber es gibt zumindest Signale, die kann man irgendwie statistisch erfassen. Da kann man sagen, okay, da gibt es zumindest einen Mittelwert oder so irgendwas. Ja. Solche Signale heißen ergodisch. Ja. Also bei ergodisch kann ich zumindest ein paar Parametern des Signals etwas vertrauen. Ja. Ich kenne das Signal selber nicht, aber es ist eine konstante Leistung oder so irgendwas, ja, so Mittelwertbildungen, das ist da möglich. Ja. Und das Ärgste überhaupt sind nicht ergodische Signale, die kann ich nicht mal statistisch betrachten. Ja. Von denen weiß ich gar nichts. Ja. Das ist einfach irgendwas. Ja. Nicht ergodisch. Okay. Also zumindest ergodischen kann man zumindest mit statistischen Mitteln zu Leibe rücken und nicht ergodischen, ja, eine Zufallsvariable, ja, Signal, was irgendwas macht. So, das ist aber nicht Wechselstrom, so wie wir ihn betrachten wollen. Ja. Bei uns geht es um deterministische Signale, ja, also deterministisch. Das heißt bestimmt. Das heißt, die folgen gewissen Regeln, diese Signale. Okay? Deterministische Signale folgen gewissen Regeln. Und ich kann, wenn ich diese Regeln kenne, Aussagen über die Zukunft treffen. Okay? Das sind deterministische, bestimmte Signale. Da gibt es natürlich nicht-periodische. Nicht-periodische Signale, das wären zum Beispiel so das Aufladen eines Kondensators oder der Strom, das Einschalten einer Spule. Da gibt es so transiente Übergänge. Gell? Also da gibt es transiente Übergänge, das transiente Vorbeigehende, sich nicht wiederholende. Ja? Zum Beispiel Aufladen eines Kondensators. Also wenn sich der Kondensator einmal aufgeladen hat, ist er aufgeladen und gibt es nichts mehr. Okay? Unterstreichen wir das, dass diese Hierarchie herauskommt. Ja? Wunderschön. Ja? Und dann gibt es noch periodische Signale. Okay? Was sind jetzt periodische Signale? Periodische Signale sind Signale, die sich irgendwie wiederholen. Ja? Also periodische
Signale wären Signale, wo gilt, dass das Signal von T, ja, genau das gleiche ist wie vor einer gewissen Zeit. Das T ist die Periodendauer. Ja. Also das Signal zum Zeitpunkt T ist genau das gleiche wie das Signal zum Zeitpunkt T minus der Periodendauer. Ein Signal, was sich ständig wiederholt. Okay? Innerhalb einer gewissen Periodendauer. Es gibt doch so quasi periodische Signale, das wiederholt sich aber nicht ganz genau. Die gehören eigentlich zu den nicht periodischen. Das schreiben wir da auch noch daher. Quasi periodisch. Quasi periodisches Signal wäre zum Beispiel der Temperaturverlauf während eines Tages. In der Nacht kalt, am Tag heiß, ja, und dazwischen haben wir Übergänge, das wiederholt sich immer, ja, aber ist halt nicht jeden Tag gleich. Das ist quasi periodisch. Ja. Periodisches Signal ist wirklich immer gleich. Periodisch. Ja. Schauen wir uns das an. Da sind wir zu Hause. Ja. Das ist das Thema für einen Wechselstrom, periodische Signale. Ja. Das ist Wechselstrom. Ja, alles andere wollen wir nicht betrachten. Und auch hier wollen wir nur einen Teil davon betrachten. Aber schauen wir mal an, was für periodische Signale auch wirklich gibt. Ja, ich werde es einfach da jetzt so praktisch abschließen. So. Also jetzt geht es um periodische Signale. Wie können die ausschauen? Ja. Wie können die ausschauen? Naja, Spezialfall eines periodischen Signals, ja, der genau diese Bedingung erfüllt. Spezialfall. Eine Gleichgröße. Ja. X, das ist X. Das ist T. Erfüllt durch diese Bedingung. Der Wert hier ist genau das gleiche wie vor irgendeiner Zeit. Ja. Spezialfall, ja, das ist eine Gleichgröße. Natürlich ein Spezialfall, ja. Aber würde die Bedingung einer periodischen Größe erfüllen? Ja. Suche schon nach Worten, ja, weil ich schon überlege, was ich als nächstes sage. Das nächste Signal, wenn wir uns anschauen, kommt zum Beispiel so ausschauen. Habe ich T. Dann habe ich da, welche Farbe mache ich das? Das mache ich halt blau. X. Ja. Und das könnte zum Beispiel so ausschauen. Das soll immer wieder die gleiche Folge sein. Und das läuft so dahin. Ja. Dieses Signal ist eine sogenannte Mischgröße. Periodische Mischgröße. Periodische Mischgröße. Wir sehen, es hat eine gewisse Periodendauer T. Und innerhalb dieser Periodendauer wiederholt es sich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das da, das ist halt das T, wo ich das E-Zeichen, das andere für sich egal. Wichtig ist, dass es sich wiederholt. Ja? Eine Mischgröße. Und dann haben wir noch ein Signal. Und jetzt zeichnen das T, die T-Achse, das Stückchen weiter oben. Ja? Das zeichne ich jetzt rot. Schaut genauso aus wie das, ja? Nur schwingt es diesmal um 0. Ja, das heißt, der Mittelwert dieser Wechsel, und jetzt habe ich schon gesagt, Wechselgröße ist 0. Okay, da haben wir x, da haben wir wieder die Periodendauer d. Ja. Da haben wir wieder die Periodendauer d. Das hier, bitte, ist eine Wechselgröße.
Okay. Das ist eine Wechselgröße. Und warum heißt es jetzt Mischgröße? Nun, man kann sich vorstellen, diese Mischgröße ist eine Gleichgröße und eine Wechselgröße gemischt. Ja? Also die Wechselgröße hat ja Mittelwert 0. Ja? Jetzt habe ich es gerade weggeklickt, den grauen Stift. Da, Mittelwert. Null. Okay. Und hier, der Mittelwert, der hat halt einen gewissen Wert. Der ist da. Und da hat halt der Mittelwert, ist ungleich Null. Nicht gleich Null. Okay. Dann ist es eine Mischgröße. Wenn der Mittelwert gleich 0 ist, so wie hier, ich zeichne jetzt auch hier den Mittelwert ein, dann ist eine Wechselgröße. Und damit erklärt sich auch der Name der Mischgröße, ist halt eine Mischung zwischen Gleichgröße und Wechselgröße, wobei da schreibe ich auch noch hier Sonderfall, dass man weiß, erst eigentlich ist das. Es erfüllt so die Bedingung der Periodizität, aber so wirklich periodisch ist es nicht. Periodische Signale. Okay? Wechselstrom. Ja? Wechselstrom ist eine Wechselgröße. Eigentlich geht es um das. Ja? Und dann können wir noch unterscheiden zwischen sinusförmigen Wechselgröße und nicht sinusförmigen Wechselgrößen. Ja. Und ich sage nochmal, für die Energieverteilung und so weiter sind die sinusförmigen Wechselgrößen. Das wird unser Hauptthema werden. Sinusförmige Wechselgrößen. Das ist das, was wir in der Steckdose haben zum Beispiel. Die öffentliche Stromversorgung funktioniert mit sinusförmigen Wechselgrößen. Deswegen werden wir hier eine besondere Aufmerksamkeit darauf legen. Ja? Nicht sinusförmige Wechselgrößen. Ebenfalls relativ wichtig für verschiedene Sachen. Mischgrößen, ja, betrachtet man einfach als Zusammenspiel. Ja? Ja, also das ist also der Wechselstrom, okay? Wie jetzt diese Signale ausschauen, ja, ob das so trapezförmig ist, ob das zum Beispiel so ein Dreieck ist oder ein Sinus ist, ist mal egal. Ja? Wie gesagt, sinusförmige Wechselgrößen ist das Wichtigste. Ja? Jetzt habe ich schon so Sachen genannt wie Mittelwert. Ja? Überlegen wir uns, eine Wechselgröße hat ja den Mittelwert 0. Das heißt, wenn ich den Mittelwert irgendwo angebe, sagt das eigentlich gar nichts aus. Ja? Wie arg ist jetzt so eine Wechselgröße? Ich meine, ich habe schon gesagt, in der Steckdose haben wir eine Wechselgröße drin, eine sinusförmige, und da haben wir 230 Volt. Aber wo sind denn da die 230 Volt? Wie geht denn das? Ja? Das nächste Mal, im nächsten Video, sprechen wir über so Kenngrößen, die man angeben kann bei Wechselgrößen, ja, dass man halt. Ich meine, mit Mittelwert haben wir schon gesehen, fahren wir nichts an. Wir werden trotzdem drüber sprechen, was das ist. Ja, dann gibt es noch Gleichrichtwert und effektiv. Wie das aussieht, werden wir das nächste Mal uns ansehen. Ja? Also nächstes Video, Kennwerte von Wechselgrößen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.